Hallo, eine weitere Folge bei Prey. Es geht weiter. So, ich bin immer noch hier unten in der Etage. Ich habe schon mal einige abgeräumt. Die sind alle nicht mehr so gesund aus. Wir haben mitbekommen, wir sind im Weltraum. Bionale war erstaunt, dass ich jetzt hier gerade ein neues Spiel habe. Dabei ist das Spiel ja nicht so neu. Jo, es ist ja schon ewig auf meinem Rechner. Von daher ist einfach mal. Ich habe es einfach nur mal ignoriert. Jetzt gucke ich mal, ich habe eine Schlüsselkarte gefunden, mit der ich was anfangen könnte. Aber ich schaue mich erstmal hier unten überall um. Heimtückisch ist, dass diese komischen Wesen überall versteckt sein können, hinter jeder Aktion hier. Auch hier. Deswegen gehe ich jetzt mal hier auf schnell speichern. Oh. 1964. Gut, dass ich auf Schnellspeichern gegangen bin. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, welche Waffe ich hier nehmen soll. Ah, das war doch der hier, oder? Geh ausrüsten. Okay, ich mach mal schnell laden. Ihr habt ja gesehen, dass ich hier gerade etwas, ja, flachgelegt wurde. Ich muss nur die richtige Waffe nehmen. Jetzt weiß ich, warum wohl diese komische Kanone da war. Um ehrlich zu sein. Ja. Gut. Okay, wenn ich jetzt hier drauf gehe auf den Knüppel, gehe ausrüsten. Gut. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit meiner Gesundheit aussieht. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was mit mir passiert, wenn ich jetzt sterbe. Ist das Spiel jetzt vorbei oder kann ich, oder wird das Spiel neu gestartet? Letzten Spielstand starten, vorigen laden, okay. Ich geh jetzt mal auf den letzten. Dann gehe ich gleich auf die Waffe hier. Okay. Dann muss ich jetzt auf den Knöppel gehen. Geh. So, dann wieder auf die Waffe. Und ja, ich muss eigentlich in der richtigen Position stehen. So. Und jetzt wieder auf den Knüppel. Und jetzt erstmal G verwenden. 98 von 100 und jetzt wieder G. Okay, jetzt muss ich auch ganz schnell verschwinden, bis der hier nachlädt. Und jetzt da. So, jetzt dürften wir den eigentlich hinbekommen. Langsam komme ich mit der Steuerung klar. Hat ja auch nur ein paar Folgen gedauert, um ehrlich zu sein.
Wow, das ist echt mal eine krasse Sache. Ich werde den Knüppel erstmal weiter benutzen. 61 von 100 ist nicht viel. Den Knüppel weiter benutzen. Nochmal 61 von 100 ist nicht viel. Aber es ist besser als gar nichts. Nicht tragen. Da ist noch Zeug. Ja. Das kann man alles tragen, müssen wir aber nicht lesen. Das könnte wichtig sein. Medikit immer mitnehmen. Und bevor ich jetzt hier weitermache, erstmal ja, speichern. Ist mal ganz wichtig beim Spiel. Ist wie bei Skyrim. Oh. So. Boah, ist die ausgepowert. Ist die ausgepowert. Aber hier kommt echt an jeder Ecke etwas. Man stelle sich vor, man weiß nicht davon, wie, dass man so eine nicht realen Welt hier gerade lebt. Und bekommt mit, dass wir eigentlich in einer virtuellen Welt sind. Ja, man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Man wacht auf und sieht erstmal die Monde draußen im Weltraum. Und immer wenn hier irgendwo vielleicht ein Loch reinkommen könnte, könnte das ganze Ding zusammenbrechen. Das ist echt merkwürdig. Was ist denn das? Okay, was haben wir hier? Kaffee Kask. Och, Abfälle gibt es ja auch. Agavenreste. Menü fallen lassen, also hier, die kann man nicht mit zu sich nehmen. Wir haben auf jeden Fall Medikit. Einmal schnell speichern und jetzt haben wir wieder Zeug. Mach mal nicht so Lärm hier. Wir müssen mal gucken. Bevor ich nach oben gehe. Ich weiß, hier geht's runter. Hier fehlt die Schlüsselkarte, aber ich habe ja eine Schlüsselkarte bekommen. Eventuell ist das für den Raum hier vorne. Oder hier eventuell? Nö, keine passende Schlüsselkarte. Hier vorne war noch ein Raum. Nee, auch keine passende Schlüsselkarte. Wozu haben wir denn die Schlüsselkarte bekommen? Ich muss eigentlich da hoch. Fehlfunktion. Also Fahrstühle gehen auch nicht. Hier darf man ja nicht rein, hier auch nicht. Mühelos von A nach B zu kommen wird schwierig. Der Hauptaufzug ist defekt. Laut System ist alles in Ordnung. Nur der Diagnosecode ändert sich bei jeder Anfrage. Ich sag Ihnen Bescheid, wenn ich eine Lösung finde. Hier braucht man eine PIN-Nummer. Wie komme ich hier wieder raus? Ja. Okay, rechte Maustaste kommt man ja wieder raus. PIN-Nummer habe ich noch nicht. Weil diesen Morse-Code. Hier auch nicht. Schlüsselkarte. Wofür ist denn die Schlüsselkarte da, die ich da habe? Wenn die keine der Türen reinpasst. Wir haben ja vieles ausprobiert, die Schlüsselkarte funktioniert nirgendwo richtig.
Hier sind ja die Toiletten. Hier kommt man auch nicht weiter. Hier ist der eine Raum. Hier war die Schlüsselkarte drin. Denken Sie daran, sich während Ihres Aufenthalts an Bord einmal im Monat ärztlich untersuchen zu lassen. Dr. De Vries verspricht eine schnelle und möglichst schmerzfreie Prozedur. Ach so, Wasserkühler. Wenn ich das jetzt zu mir nehme, dann heile ich. Okay, gut zu wissen. Muss er nicht heilen. Ich kam jetzt von hier oben und soll eigentlich darüber. Gibt es hier unten noch einen Weg? Nö. Wow, aber klettern kannst du. Das kann die gut. 2019. Die hat einen Sprachfehler. Hier oben. Ah, hier geht's auch noch hoch. Ah. Meine Güte. Warum, ich frage mich, warum ich hier immer aus diesem System hier rausfalle. Frage ich mich. Ich gehe erstmal ganz hoch, um zu schauen. Oh, hier muss ich auch wirklich lang. Ja, dann gehe ich erstmal unten lang. Um einfach alles mitzunehmen, was da ist. Aber hier kommt mir ja nicht rein. Also das Spiel hat sich auch schon erledigt.